Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tastybits. Heute zeige ich euch, wie ihr Hähnchenbrustfilet richtig lecker und saftig braten könnt. Und wir machen heute nicht nur die Naturvariante, nur mit Salz und Pfeffer, sondern außerdem noch eine mexikanisch inspirierte Variante mit ein bisschen Paprika, mit ein bisschen Kreuzkümmel und außerdem noch die französische Variante mit einer Honig-Senf-Kräutermarinade. In diesem Video erfahrt ihr, wie das Hähnchenbrustfilet richtig saftig wird, wie ihr es am besten braten müsst. Außerdem habe ich noch eine andere Zubereitungsart außer das Braten für euch, und zwar das Garen im Ofen. Aber das zeige ich euch später. Wir beginnen mit dem Natur-Hähnchenbrustfilet. Das ist ein perfektes Salat-Topping oder auch einfach zusammen mit ein bisschen Reis oder mit einer leckeren Soße ein tolles Gericht. Dazu schnappt ihr euch zunächst mal ein Hähnchenbrustfilet. Ihr könnt das natürlich auch mit mehreren machen. Ich mache das jetzt zu Demonstrationszwecken jeweils nur mit einem Hähnchenbrustfilet. Auf mein Brett gebe ich zunächst mal ein Backpapier und auf dieses Backpapier gebe ich das Hähnchenbrustfilet drauf. Nun wird alles mit Salz und Pfeffer gewürzt, natürlich von beiden Seiten. Und dann könnt ihr das Backpapier einmal umschlagen. Denn jetzt wollen wir das Hähnchenbrustfilet ein bisschen plattklopfen, damit es später in der Pfanne schneller durchgart. Zum Plattieren des Fleisches könnt ihr gerne ein Plattiereisen benutzen oder hier so einen normalen Schnitzelhammer. Alternativ funktioniert es aber auch wunderbar mit einem Nudelholz oder auch mit einer leeren Weinflasche. Wenn das Fleisch schon ein bisschen dünner geworden ist, dann könnt ihr es kurz zur Seite stellen, denn wir gehen jetzt rüber zum Herd und wollen unser Hähnchenbrustfilet braten. Dazu nehme ich mir eine beschichtete Pfanne, ihr könnt aber auch eine andere Pfanne nehmen, auch eine Gusseisenpfanne beispielsweise, und gebe ein bisschen Olivenöl oder ein anderes Pflanzenöl mit in die Pfanne. Wenn das Öl nun heiß geworden ist, dann gebe ich das Hähnchenbrustfilet in die Pfanne. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr das Ganze nicht andauernd hin und her bewegt, sondern wie bei einem guten Steak, lasst das Ganze wirklich 4 Minuten auf einer Seite braten, dreht es dann um und bratet es nochmal 4 Minuten von der anderen Seite. Das sorgt dafür, dass die Hähnchenbrust richtig schöne Röstaromen entwickeln kann und so eine kleine Kruste bekommt, was sehr, sehr lecker schmeckt. Und ihr seht es hier, das Ganze hat nach 4 Minuten tatsächlich Röstaromen entwickelt und ist so ein bisschen dunkel geworden, ist schön röstig geworden, es gibt sehr, sehr viel Geschmack. Ich kann euch empfehlen, das unbedingt so auszuprobieren. Wenn das Fleisch von beiden Seiten dann angebraten ist, dann nehmt ihr es aus der Pfanne. Und jetzt ganz wichtig, lasst es bitte noch für 5 Minuten ruhen. Denn in dem Moment, wenn ihr es jetzt anschneiden würdet, dann wird der ganze Fleischsaft aus dem Hähnchenfleisch austreten. Und das würde das Fleisch nicht wirklich saftig machen. Also tut es auf den Teller, lasst es entspannte 5 Minuten ruhen. Und dann könnt ihr es anschneiden und werdet sehen, dass euer Hähnchenbrustfilet richtig, richtig saftig geworden ist. Das war die Naturvariante meines Hähnchenbrustfilets, einfach nur in der Pfanne gebraten und gewürzt mit ein bisschen Salz und Pfeffern. Jetzt kommen wir zu der mexikanischen Variante. Ich nenne sie deshalb die mexikanische Variante, weil ich sie so ein bisschen mexikanisch würzen möchte. Also mit Paprikapulver, mit ein bisschen Chili, mit Salz und Pfeffer und mit ein bisschen Kreuzkümmel. Dazu schnappt ihr euch zunächst mal einen Teller und gebt euer Hähnchenbrustfilet darauf. Jetzt geben wir ein Pflanzenöl mit dazu, beispielsweise ein Olivenöl. Und dann kommen unsere Gewürze mit da drauf. Ich habe hier, wie gesagt, Paprikapulver, ein bisschen Chili-Pulver, ein bisschen Kreuzkümmel sowie Salz und Pfeffer. Das Ganze wird in das Fleisch gut einmassiert und anschließend dreht das Fleisch immer um, denn von der anderen Seite braucht man natürlich auch diese Würzmischung. Also nochmal ein bisschen Öl drauf, unsere Gewürze, Salz und Pfeffer und einmassieren. Ich heize jetzt meinen Backofen auf 200 Grad Umluft vor, denn das Hähnchen wollen wir im Vergleich zu dem Naturhähnchen nicht in der Pfanne garen, sondern im Backofen. Das Schöne ist, ihr könnt alle diese Rezepte auch abwandeln und entweder im Backofen oder in der Pfanne braten. Jetzt gibst du das gewürzte Hähnchenbrustfilet in eine Auflaufform und stellst das Ganze in den heißen Ofen. Es braucht jetzt ungefähr 25 Minuten. Ich würde dir empfehlen, das Ganze, wenn du es richtig saftig haben willst, zu einer Kerntemperatur von 68, 69 Grad zu garen. Wenn du allerdings auf Nummer sicher gehen möchtest und wegen Salmonellengefahr das Hähnchen wirklich vollständig durchbraten möchtest, dann würde ich dir empfehlen, eine Kerntemperatur von 75 bis 80 Grad zu erreichen. Du kannst dieses Rezept für Hähnchenbrustfilet im Ofen natürlich auch gerne mit mehreren Hähnchenbrustfilets auf einmal machen. Dann tust du sie einfach nebeneinander in die Auflaufform, das ist überhaupt kein Problem. Nach ungefähr 25 Minuten im heißen Backofen hat mein Hähnchenbrustfilet jetzt eine Kerntemperatur von 69 Grad. Zeit für mich, um es herauszunehmen und gleich anzuschneiden. Aber vorher möchte ich euch noch die französische Variante zeigen. Die französische Variante des Hähnchenbrustfilets, die kommt mit einer Marinade aus Rosmarin, aus Thymian, aus Knoblauch und aus Olivenöl. Außerdem geben wir in die Pfanne später noch ein bisschen Butter und ein bisschen Wermut, flambieren das Ganze ab und das schmeckt richtig, richtig lecker. Dazu nehmen wir uns zunächst mal die frischen Kräuter. Ich habe hier Thymian und Rosmarin. Das Ganze zupfe ich ab und gebe es auf ein Brett. Dazu kommt eine gehackte Knoblauchzehe und auf alles gebe ich ein bisschen Salz. Das Ganze wird jetzt einmal gut mit dem Messer durchgehackt, dass wir so eine feine Kräuterpaste bekommen. Das ist dann die Basis für unsere französische Marinade.
Ich mariniere das Ganze hier heute direkt auf meinem Küchenbrett. Du kannst das aber auch gerne in der Schüssel machen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Zu den Kräutern und zu dem Knoblauch gebe ich jetzt eine gute Menge Senf. Das ist ein scharfer Dijon-Senf. Das passt wunderbar dazu. Bisschen Salz und Pfeffer dürften auch nicht fehlen. Außerdem ein bisschen bestes Olivenöl. Am besten natürlich französisches Olivenöl für die französische Variante. Und dazu noch ein bisschen Honig. Und dann ist deine Marinade auch schon fertig. Schnapp dir jetzt einfach ein Hähnchenbrustfilet und wende es richtig schön in dieser Marinade. Massier das richtig gut ein, damit der Geschmack in jede Faser des Hähnchens dringen kann. Wenn das geschehen ist, dann gehen wir rüber zum Herd und nehmen natürlich das Hähnchenbrustfilet mit. Jetzt brauchen wir eine Pfanne, geben ein bisschen Olivenöl dazu und lassen alles bei mittlerer bis hoher Hitze heiß werden. Nicht zu heiß, damit es nicht verbrennt, weil wir haben hier Zucker und Senf mit drin, das könnte relativ schnell ansetzen. Dementsprechend empfehle ich so ungefähr 3/4 der vollen Leistungsstufe. Gib dein Fleisch in die Pfanne, lass es ordentlich anbraten, von allen Seiten einmal gerne drehen dabei, achte darauf, dass es nicht zu dunkel wird. Wir braten unser Fleisch jetzt allerdings nicht so zu Ende, sondern geben jetzt erstmal, wenn es von allen Seiten gut angebraten ist, einen guten Klecks Butter mit dazu. Butter darf ja in der französischen Küche auf keinen Fall fehlen. Und dann habe ich noch ein paar Kräuter, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian und eine Knoblauchzehe. Die kommen ebenfalls mit in die Pfanne und werden einmal durchgeschwenkt. Und jetzt kannst du das Ganze mit ein bisschen Wermut ablöschen. Ich habe hier einen französischen Wermut verwendet. Das ist ein Nolipra. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ist wunderbar, kann ich euch wirklich empfehlen für Soßen und für französische Gerichte. Unbedingt diesen leckeren Wermut zu verwenden. Passt auch perfekt für einen Martini. Das Ganze kannst du, wie gesagt, gerne flambieren, einfach dann ein bisschen Alkohol in die Pfanne geben, heiß werden lassen und wenn er verdampft, mit einem Streichholz oder mit einem Feuerzeug entzünden. Jetzt lässt du das Hähnchenbrustfilet in der Pfanne noch ein bisschen durchziehen. Du kannst gerne noch einen ordentlichen Schlag Butter mit dazugeben. Das macht es zwar ein bisschen reichhaltiger, aber auch wirklich leckerer. Lass das Ganze jetzt bei niedriger Hitze für ungefähr 5 bis 6 Minuten zu Ende garen. Du kannst auch gerne Deckel aufsetzen, dann geht es ein bisschen schneller. Und ich würde dir bei diesem Rezept tatsächlich empfehlen, die Kerntemperatur einmal zu messen, um zu schauen, dass du auf die 68, 69 Grad kommst, beziehungsweise, wenn du es durchgegart haben möchtest, die 72 oder 75 Grad. Und jetzt ist der große Moment gekommen und wir schneiden alle 3 Hähnchenbrustfilets gleichzeitig an. Ich habe hier einmal mein naturgewürztes Hähnchenbrustfilet nur mit Salz und Pfeffer in der Pfanne gebraten. Außerdem das mexikanisch inspirierte im Ofen gegart und dann noch das französisch inspirierte, was wir ebenfalls in der Pfanne gebraten haben. Ganz wichtig vor dem Anschneiden ist auf jeden Fall, dass ihr dem Fleisch noch ein bisschen Zeit zum Ruhen gebt, also idealerweise 5 Minuten, denn dabei setzen sich alle Säfte und das Fleisch kann richtig, richtig saftig werden. Und ihr seht es hier im Anschnitt des Natur-Hähnchenbrustfilets, wenn ich da ein bisschen raufdrücke, dann läuft da richtig der Fleischsaft aus. Es ist wunderbar zart und wunderbar saftig geworden. Eine tolle Sache, kann ich euch sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Auch das französische Hähnchenbrustfilet ist toll geworden. Durch den Zucker und durch den Senf hat sich so eine leichte Kruste gebildet. Das passt super zusammen mit Rosmarinkartoffeln oder mit anderen Beilagen. Und schließlich haben wir noch unser mexikanisch inspiriertes Hähnchenbrustfilet. Das ist perfekt geeignet für Tortillas oder für Wraps, auch für Salate. Lässt sich wunderbar auch in größeren Mengen im Ofen zubereiten, wenn ihr mal Gäste bekommt oder ähnliches. Auch das ist ein schönes Rezept. Wer mag, kann es natürlich noch ein bisschen schärfer gestalten oder alternativ jetzt noch servieren mit ein bisschen frischem Koriander und Zitronen- oder Limettensaft. Ich stoße jetzt mit einem leckeren Wermut an und nein, dieses Video ist nicht gesponsert von Nolipra. Ich bekomme kein Geld dafür, aber es ist einfach einer meiner Lieblingswermuts, deshalb werde ich mir den jetzt gönnen. Hier sind noch ein paar weitere Videovorschläge für dich. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und sage tschüss, bis bald im nächsten Video.